Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich dieses schöne Körbchen in rund und dieses schöne Körbchen in eckig gehäkelt habe. Wie ihr seht, Faden habe ich immer noch nicht vernäht, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Okay, ja, wie gesagt, ihr könnt die eckigen und auch das runde Körbchen in eurer Größe häkeln, wie ihr das möchtet. Das Einzige, ihr müsstet wirklich eine dicke Wolle nehmen, eine relativ dicke Wolle. Leider habe ich die Banderole für meine Wolle nicht mehr. Ich zeige euch die aber mal. So stark oder so dick ist die. Zum Vergleich zeige ich euch mal die Wolle, die ich sonst immer verwende. Sonst nehme ich ja meistens hier die Katja. Ich lege euch das mal hier so daneben und da seht ihr den Unterschied. Also es ist wirklich wichtig, dass ihr eine dicke Wolle nehmt, damit die Stabilität gegeben ist. Ja? Okay, so, dann will ich euch nochmal zeigen, wie groß die Körbchen sind. So, also das Eckige, ich messe das mal unten. Das ist eine Länge von, Moment, ungefähr 26 cm und in der Breite sind es 11,5 cm, ja, das Eckige. Okay, und das Runde haben wir hier unten einen Durchmesser. 2, 3 Runden habe ich da für den Boden gehäkelt. Also nur der Boden sind circa, Moment, genau die Mitte nehmen, circa 7,5 cm. Und wenn wir es jetzt insgesamt nehmen, haben wir hier 10 cm. Ja? Also hier, wenn wir das hier so schön rund haben, dann sind das, so seht ihr es, ja, so. Moment, nochmal die Mitte. So, sind das 10 cm ungefähr, ja? Nur, dass ihr so ein Maß ungefähr habt. Ihr könnt das wirklich in verschiedenen Größen häkeln. Ich finde das sehr schön, auch fürs Bad. Da kann man so Kleinigkeiten reintun oder die Haarbürsten oder die Kämme. Also ich finde das wirklich schön. Dann eben auch die Möglichkeit, in wirklich verschiedenen Farben zu häkeln oder eben für die Fensterbank Blümchen reinstellen, natürlich mit Übertopf. Ja, und das gibt ein schönes Bild auf der Fensterbank und das hier ist wirklich eine schöne Aufbewahrungsbox, habt ihr ja schon gesehen auf dem Bild, für zum Beispiel die Häkelnadeln oder eben auch so Kleingram, gell? Kann man wirklich schön sich machen und als Set sieht es natürlich wunderschön aus. Okay, ihr Lieben, was bleibt mir zu sagen? Ja, besucht mich auf Facebook. Wenn euch das Video dann gefallen hat, lasst mir einfach ein Like da. Ich würde mich mega freuen. Freue mich natürlich auch über Fotos von euren Projekten oder wie ihr das verwendet, diese Körbchen. Da freue ich mich drüber. Besucht mich auch auf Instagram. Und wenn ihr Fragen habt, wisst ihr ja, einfach fragen. Soweit ich es kann, beantworte ich es euch. Schriftlich ist es immer ein bisschen schwieriger noch als hier am Video. Ich versuche immer wirklich alles zu erklären und nichts zu vergessen. Aber ich bin ja auch nur ein Mensch und natürlich hin und wieder vergesse ich auch was zu erwähnen. Aber wie gesagt, dann schreibt mich an, auch gerne über Facebook. Und ansonsten würde ich sagen, fangen wir an. Ach ja, unten in der Infobox seht ihr dann noch, ja gut, wie gesagt, diesmal die Wolle kann ich nicht euch verraten, weil ich hier einfach die Banderole nicht mehr habe. Ich weiß es nicht mehr, was es für Wolle ist und ich habe die schon länger und wollte jetzt die restliche Wolle davon halt verhäkeln und dann macht sich das hierfür ganz gut. Nadelgröße habe ich diesmal die 8 verwendet, schreibe ich euch aber wie gesagt nochmal unten in die Infobox und ansonsten habt einfach viel Spaß beim Nachhäkeln und wie gesagt, ich freue mich auf Fotos von euren Projekten und sage, wir fangen jetzt an. Okay, ihr Lieben, los geht's!
So, ihr Lieben, dann beginnen wir mit unserem altbewährten Knoten. So, wir brauchen für unseren Ring 5 Luftmaschen. Also wir nehmen jetzt 5 Luftmaschen auf. 1, 2, 3, 4 und 5. Und diese 5 Luftmaschen schließen wir zu einem Ring. Wir stechen also in die erste Luftmasche ein, holen uns den Faden und ziehen diesen geholten Faden durch die Schlaufe auf der Nadel durch. So haben wir jetzt hier einen Ring und da häkeln wir jetzt feste Maschen rein. Das heißt, wir machen eine Luftmasche, das ist unsere erste feste Masche und wir brauchen noch 7 weitere feste Maschen. Wir stechen also in den Ring, ohne Umschlag stechen wir ein, holen uns den Faden und ziehen diesen durch, holen uns wieder den Faden und häkeln die beiden Schlaufen auf der Nadel ab. So, das sind die festen Maschen. Wir brauchen jetzt noch 6 feste Maschen in den Ring. Also wieder einstechen, Faden holen, durchziehen, Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. Wir haben 3 feste Maschen, eine ersatzfeste Masche vorne mit der Luftmasche und 2 weitere. Also brauchen wir noch 5 feste Maschen. Die häkeln wir jetzt in den Ring. Also Faden holen und dann nochmal den Faden holen und durch beide Schlaufen durchziehen. Das ist hier der Endfaden, den häkel ich mit ein, brauche ich dann zum Schluss nicht mit vernähen. So, und noch 4, also Faden holen und durch beide Schlaufen ziehen. Und noch 3. Faden holen und wieder Faden holen und durch beide Schlaufen ziehen. Und noch 2. Faden holen, durch beide Schlaufen ziehen. Und eine letzte feste Masche. Wieder in den Ring stechen, Faden holen. Und nochmal Faden holen und durch beide Schlaufen ziehen. So, jetzt haben wir hier 8 feste Maschen, das heißt 7 normale feste Maschen und eine Luftmasche als Ersatz. In diese Luftmasche stecht ihr ein, zum Schluss, jetzt hier, also in diese Luftmasche vom Anfang, hier, so, hier einstechen, das ist ein bisschen schwierig, weil die Wolle so dick ist. So, einstechen, so, Faden holen und jetzt eine Kettmasche häkeln, das heißt der geholte Faden hier, den ziehen wir durch diese Schlaufe auf der Nadel, also komplett so durchziehen. Ja, dann haben wir den Ring geschlossen. So, jetzt gucken wir mal, jetzt haben wir den so eingehäkelt, dass ich ihn nicht festziehen kann. Jetzt gucke ich mal, wo er ist. So, das. Naja, gucke ich nachher nochmal. Also wenn ihr den Faden, wir können ja nochmal ein Stück aufmachen. Wir machen nochmal auf. So, hier haben wir den Faden. Den Endfaden, wenn er bei euch länger ist, ist natürlich günstiger. Dann einfach mal ziehen. Dann ist das Loch hier ein bisschen kleiner. Und dann nochmal, habe ich ja jetzt eben eine feste Masche weggemacht, damit ich den Faden holen kann. Dann häkel ich jetzt nochmal meine feste Masche. So, wir haben also insgesamt 8 feste Maschen. Wir stechen also, wie gesagt, in die Luftmasche ein, wo wir den als Ersatz genommen haben und machen eine Kettmasche. So, und jetzt habe ich auch den Faden, jetzt kann ich auch nochmal ziehen. So, okay. Dann ist das Loch nämlich kleiner. Okay, ihr Lieben, kommen wir zur ersten Runde. Jetzt verdoppeln wir jede Masche. Wir haben also 8 feste Maschen. Wir brauchen also in jeder Masche 2 feste Maschen. Das heißt, wir haben zum Schluss 16 feste Maschen in Runde gehäkelt. Wir machen wieder
einmal eine Luftmasche und wir stechen nochmal in dieselbe Masche hier, in diese Luftmasche vom Anfang der ersten Runde. Stecht ihr nochmal ein und holt euch den Faden und häkelt wieder eine feste Masche. So, dann habt ihr hier vorne zwei feste Maschen, eine Ersatz und eine normale. Jetzt häkelt ihr in jede weitere Masche wieder zwei feste Maschen. Also ihr stecht hier ein in eure nächste Masche. Hier, das ist eure nächste Masche. Holt den Faden. Habt zwei Schlaufen auf der Nadel, holt wieder den Faden und häkelt eine feste Masche. Wie gesagt, wir müssen verdoppeln, das heißt, wir gehen in dieselbe Masche nochmal rein, holen den Faden und häkeln wieder eine feste Masche. Dann gehen wir zur nächsten. Ihr könnt euch das so ein bisschen ziehen, dann seht ihr das ganz gut. Nehmt wirklich eine dickere Wolle, dann ist es stabiler. So, eine feste Masche und nochmal in dieselbe Masche. Also immer zwei feste Maschen in ein und dieselbe Masche. Jetzt gehen wir zum nächsten und auch da wieder zwei feste Maschen reinhäkeln. Eins und noch eine in dieselbe Masche und eine zweite feste Masche. Und das machen wir die ganze Runde und dann bin ich wieder da. Dann bis gleich. So, und da haben wir die Runde geschafft und wir beenden die Runde hier vorne in unserer Luftmasche, die als Ersatz einer festen Masche dient. Da stecht ihr rein, holt den Faden. So. Und macht eine Kettmasche. So, wir zählen mal durch. Wir haben jetzt hier 1, 2, Moment. So, nochmal. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 feste Maschen gehäkelt. So, jetzt geht es weiter. Wir nehmen jetzt wieder 8 Maschen im Prinzip zu und das geht wie folgt. Wir machen für die erste Masche wieder eine Luftmasche und wir gehen in die nächste. Da müsst ihr gucken, dass ihr nicht zweimal jetzt hier, das ist die erste und wir gehen in die nächste Masche und da häkeln wir jetzt zwei feste Maschen rein, also eins und nochmal einstechen. 2. Wir haben also insgesamt jetzt in der neuen Runde 3 feste Maschen, das heißt eine ersatzfeste Masche mit der Luftmasche und in der nächsten Masche haben wir dann 2 feste Maschen gehäkelt. Wir gehen zur nächsten freien Masche, da häkeln wir auch nur eine feste Masche. Eine feste Masche und in die nächste kommen wieder 2 feste Maschen, also immer im Wechsel. Eine feste Masche und dann die nächste Masche kommen 2 feste Maschen. Jetzt wieder in die nächste Masche eine feste Masche und in die nächste Masche kommen 2 feste Maschen. So, und das machen wir die ganze Runde und am Ende der Runde haben wir 24 feste Maschen aufgenommen. Insgesamt, ja, haben wir 24 feste Maschen gehäkelt, inklusive der Luftmasche vom Anfang. Okay, also bis gleich. So, da haben wir die Runde auch geschafft. Wir haben jetzt 24 feste Maschen gehäkelt und beenden hier vorne in der Luftmasche, die wir als Ersatz gehäkelt haben. Da stecht ihr ein. Holt euch den Faden und macht eine Kettenmasche. So, jetzt kommt es darauf an, wie groß ihr eure Behältnisse haben wollt. Hier habe ich jetzt, wo habe ich mein Bandmaß? Na,
natürlich nicht hier. Okay, messen wir dann nochmal. Ich lasse das jetzt so in der Größe. Das ist das, was ich euch schon gezeigt habe, den Behälter oder Körbchen. Und wir fangen jetzt an, die Wände oder diese Wand zu häkeln. Ja? Dafür macht ihr auch eine Luftmasche. Was ich noch sagen wollte, wenn ihr es größer wollt, dann einfach wieder 8 Maschen hinzuzählen bzw. häkeln. Das heißt, die nächste Runde wäre dann 2 einzelne feste Maschen und dann in der dritten wäre dann 2 feste Maschen. Dann wieder 2 einzelne feste Maschen und dann wieder 2 feste Maschen. Und das macht ihr dann auch wieder die ganze Runde rum und da kommt ihr dann im Endeffekt auf 32 Maschen, ja, also feste Maschen habt ihr dann gehäkelt in der nächsten Runde. Okay, und so macht ihr das dann immer weiter. Ne? In der übernächsten wären es dann 3 einzelne feste Maschen und dann in der vierten festen Masche kämen dann 2 feste Maschen rein, ja. Okay, gut, kommen wir zu der Wand des Körbchens. Wir haben eine Luftmasche gehäkelt, wir gehen in die nächste freie Masche, das wäre diese. Und da häkeln wir jetzt auch eine feste Masche rein. Wir gehen in die nächste freie Masche und wir häkeln eine feste Masche. Und weiter geht's. Immer eine feste Masche in jede kommende freie Masche. Immer wieder eine feste Masche. Und dann seht ihr schon, hier geht es schon hoch, ja? Und da entsteht dann diese Wand. Also die ganze Runde feste Masche häkeln. So, da haben wir die Runde geschafft und die Enden beenden wir auch hier vorne in der Luftmasche. So, Faden holen. Ups, so, und dann mit einer Kettmasche die Runde schließen. Und da seht ihr schon hier, dass es so jetzt langsam nach oben geht. Und das macht ihr jetzt so lange, bis ihr die gewünschte Höhe erreicht habt. Ihr fangt immer mit einer Luftmasche an. Das ist das Ersatz, die ersatzfeste Masche. Ja? Und geht dann hier in die nächste Masche und häkelt wieder eine feste Masche. Also immer in jede Masche wieder eine feste Masche häkeln. Immer wieder ringsrum. Am Ende dann in der Luftmasche vom Anfang mit einer Kettmasche die Runde beenden. Dann die nächste Runde mit einer Luftmasche wieder beginnen und so weiter. Ja? Okay, ihr Lieben. Dann machen wir jetzt hier unser erstmal fertig und dann bin ich gleich wieder da und dann geht es weiter mit dem Körbchen, mit dem eckigen Körbchen. Okay, ihr Lieben, dann bis gleich. So, da haben wir hier jetzt unser Körbchen fertig. Hier oben dann, wie gesagt, mit einer Kettmasche abschließen und dann ziehen wir uns das hier einfach hinten durch den Faden. Den hole ich mir jetzt hier so. So, einfach hier durchziehen. Ihr könnt das natürlich noch ein bisschen weiter genauso machen. Immer hier so zwischen den Maschen, damit man das auf der anderen Seite nicht sieht. Einfach hier so, das ist ein bisschen eng, aber das kriegen wir hin. So, hier durch und den Faden nehmen und durchziehen. So, so könnt ihr euch das ein bisschen vernähen, verhäkeln, wie auch immer. Und ich finde, das ist richtig schön geworden. Und dann kann man das hier wunderbar zum Beispiel für die Häkelnadel nehmen. Ja? Und da noch ein paar, wartet, ich nehme hier mal noch ein paar Häkelnadeln. So. Und dann hält das. Seht ihr das? So. Ich nehme mal die Kamera ein Stück zurück. So. Ich finde, das kann man wunderbar als Aufbewahrungskörbchen verwenden. Okay, kommen wir
zu dem eckigen Körbchen und dann zeige ich euch, wie das funktioniert. Auf los geht's los! So, kommen wir zu dem eckigen Körbchen. Ich finde, das ist auch sehr schön. Kann man natürlich auch für Häkelnadeln verwenden. Oder eben auch zum Beispiel für Wolle. Ich habe jetzt hier ein bisschen was liegen. So, gell, kann man schön stapeln, reinlegen oder auch für andere schöne Dinge. So, jetzt könnt ihr selber entscheiden, wie ihr das möchtet, ob ihr das längst haben wollt, hier, so längst, oder ob ihr das so häkelt. Das bleibt euch überlassen. Ich werde es in der Längst-Variante machen und würde sagen, wir fangen an. Wie gesagt, auch da könnt ihr ganz individuell entscheiden, wie ihr, welche Größe ihr da haben wollt. Nehmt halt wirklich dicke Wolle. Ich kann euch leider hier nicht mehr sagen, was das für Wolle ist, weil die Banderole fehlt. Aber es müsste schon eine relativ dicke Wolle sein, wenn ihr mal vergleichen wollt. Das nehme ich ja sonst immer zum Häkeln, die Katja. Und hier die nur mal so zum Vergleich, dass ihr seht, wie dick die Wolle sein sollte. Ja, oder wie stark. Okay. So, dann braucht ihr hier auch nur eine Maschenanzahl, die ihr wollt. Also nicht zu beachten, müssen nichts berechnen. Einfach drauf loshäkeln. Okay, ich zeige euch das hier mit 20 Maschen und wir nehmen auch hier erstmal wieder Maschen auf. Das heißt, wie gesagt, 20 oder mehr oder weniger, wenn ihr das, wie gesagt, so häkeln wollt, dann braucht ihr natürlich weniger. Da würde ich sagen, so, wenn wir hier gucken, 3, 4, 6, 8, 10, 10 Maschen, wenn ihr es in der Quervariante häkeln wollt oder längst. Naja, ihr wisst, was ich meine. Okay, ihr Lieben. Also ich zeige es euch mit 20 Maschen. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also das wäre jetzt, wenn ihr da sagt, nee, ich möchte es lieber andersrum haben, dann jetzt hier. Ne, dann wäre es dann halt wirklich so das Muster und nicht hier wie bei mir in der Längsvariante. Okay, so, also 10, also nochmal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Dann machen wir eine Masche, das ist unser erstes, erste feste Masche. Geht dann in die nächste Masche, holt euch den Faden durch, feste Masche häkeln, genau wie bei dem runden Körbchen auch, immer feste Maschen. In jede freie Masche kommt eine feste Masche. Der Vorteil bei dem eckigen Körbchen ist, dass ihr keine Maschen zunehmt, sondern einfach immer wieder diese 20 Maschen häkelt. Ja, okay. So. So, jetzt sind wir auch hier bei der ersten Reihe am Ende angekommen und dann häkeln wir hier die letzte Masche und dann haben wir wieder 20 feste Maschen gehäkelt und kommen wir zur Reihe 2. Wir machen eine Luftmasche und wir wenden. Wir gehen hier in die allererste Masche. Stecht ihr ein, holt euren Faden und häkelt eine feste Masche. Und dann wieder hier in die großen Löcher. Da stecht ihr ein und auch da dann immer eine feste Masche häkeln. Und da sind wir auch hier am Ende der Reihe angekommen. Hier hinten, das war die Luftmasche vom Anfang. Die dürft ihr nicht vergessen. Da müsst ihr auch noch mal rein. Und auch da noch eine feste Masche häkeln. Und da haben wir die zweite Reihe geschafft. Und auch die nächste fängt mit einer Luftmasche an. Wir wenden und wir stechen gleich hier vorne in die allererste ein.
und häkeln eine feste Masche. Und das macht ihr jetzt so lange, bis ihr die gewünschte Größe erreicht habt von dem Boden. Immer wieder hin und her mit festen Maschen. Am Ende dann eine, also für die nächste Reihe, dann immer wieder eine Luftmasche und gleich in die erste freie Masche häkeln. Ja, sodass das hier schön gerade wird. Und wenn wir dann, wie gesagt, die gewünschte Größe erreicht haben, bin ich wieder da. Okay, ihr Lieben, dann bis gleich. So, ich habe jetzt hier meine 10 Reihen gehäkelt, 2, 4, 6, 8, 10. 10 Reihen gehäkelt und jetzt kommen wir zu den Rändern, also zu den Wänden des Körbchens. Und dafür machen wir eine Luftmasche und wir drehen uns das. Und jetzt haben wir hier die großen Löcher. Da stecht ihr jetzt hier als erstes ein, holt euch den Faden und macht eine feste Masche. Jetzt ist es natürlich besser, wenn ihr euch einen Markierer nehmt und markiert euch hier eure erste Masche. Wenn ihr rum seid, dann wisst ihr, die Reihe ist rum. Ja, okay, so, wir haben unsere erste feste Masche gehäkelt, wir gehen jetzt hier in die nächste, holen den Faden und machen auch hier eine feste Masche und dann hier auch in die nächste, hier einstechen und durchziehen, immer feste Maschen häkeln und hier ist die nächste, einstechen, Faden holen, feste Masche häkeln. Und hier wieder rein, feste Masche, dann hier, feste Masche. Zieht es euch ruhig ein bisschen auseinander, dann sieht man das besser. Hier geht es als nächstes rein, feste Masche und hier, feste Masche. So, dann haben wir die eine Seite fertig, jetzt drehen wir uns das. Und hier häkelt ihr in jede Masche die kommt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier nicht. Das gehört noch zu dieser. Ihr geht jetzt hier in die rein. Jetzt muss ich auch mal gucken. Moment. Ja, also ich würde jetzt hier reingehen. Das hier ist, gehört noch zu dem. Ne? Also hier. So, wartet. Ich versuche es so genau wie möglich zu zeigen. Hier stecht ihr ein. Legt euch den Faden hierher, holt euch den Faden, zieht es ein bisschen, so, und dann durchziehen. Und dann in die nächste Masche. Und Faden holen, durchziehen. Nächste Masche, Faden holen, durchziehen. Und dann seht ihr hier schon, hier, das hier wird die Ecke, ne? Okay, so, und dann häkeln wir wieder erstmal die ganze Reihe durch. Immer in die nächste freie Masche eine neue feste Masche häkeln. So, dann sind wir bei der Reihe auch am Ende angekommen. Wir machen jetzt hier noch eine Masche rein und gehen wieder rum. Hier sind wir jetzt schon drin, das gehört hierzu. Ihr geht jetzt hier in diese Masche. So, ihr stecht also ein, Faden holen und feste Masche. Also so kommt ihr um die Ecke. Ne? Und dann haben wir hier wieder die großen, da geht ihr rein, feste Masche. Wieder hier, ne? Die großen Löcher rein und feste Masche. Wieder großes Loch rein, Faden holen, feste Masche. Und hier, wieder hier, feste Masche. So, und dann seht ihr hier, ne, geht schon ein bisschen die Wand hier hoch. Wichtig ist wirklich, dass ihr eine dicke Wolle nehmt, dann geht das wie von allein. So, und dann sind wir auch hier schon wieder am Ende angekommen. Hier stechen wir nochmal ein. Und jetzt drehen wir wieder.
So, und hier nicht rein, nicht hier, sondern hier einstechen, in diese Masche, Faden holen und feste Masche häkeln. So, dann in die nächste und auch wieder feste Masche häkeln. So, und dann seht ihr hier, auch hier habt ihr jetzt die Ecke, genau wie hier, und dann geht das hier auch so langsam schon hoch. So, und das macht ihr die ganze Runde. Am Ende der Runde bin ich nochmal da und zeige euch nochmal den Anfang der zweiten Runde. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Also wirklich ganz einfach, auch für Anfänger ist das alles kein Problem und wirklich eine schöne Idee, sich da für seinen Wohnbereich was an Wohnaccessoires zu häkeln. In allen Farben, wie gesagt, es sollte eine dickere Wolle sein, wegen der Stabilität. So, jetzt sind wir hier wieder am Anfang. Das hier war eure erste Masche. Dann nehmt ihr jetzt mal kurz den Markierer raus. Hier habt ihr das letzte reingehäkelt. Und jetzt springt ihr hier wieder in eure allererste Masche. Holt den Faden, macht euch eine feste Masche, nehmt den Markierer und setzt euch den Markierer hier wieder dran, damit ihr wisst, das ist eure letzte Masche gewesen, beziehungsweise, dass ihr da in die erste wieder eingestochen habt. Ja? Okay, so, hier haben wir schon eingestochen und dann geht es einfach wieder nur in jede Masche wieder eine feste Masche. Und das macht ihr dann die ganze Runde rum. Immer schön gucken. Hier sieht man ja auch schön die Maschen da einstechen. Und hier ist die nächste einstechen. Und hier, man sieht das wirklich wunderschön bei der dicken Wolle. Sieht man das richtig, richtig gut. Deswegen für Anfänger wirklich super geeignet, dass man sich da auch nicht verhäkelt. So. Wie gesagt, das macht ihr jetzt immer wieder so lange, wie ihr wollt, ringsrum, bis ihr die gewünschte Höhe erreicht habt von eurem Körbchen und dann könnt ihr euch das entweder so drehen oder ihr krempelt es um. Dann, das ist dann Geschmackssache, aber dann ist es halt fertig. Ich habe hier, wir können ja mal schauen, gehäkelt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Runden habe ich gehäkelt für die Höhe. Und es ist ein schönes Körbchen, man kann das wunderbar ins Bad stellen, für so kleine Tester zum Beispiel. Oder für Abschminkpads, ja. Also es gibt wirklich ganz viele Möglichkeiten. Wer möchte, kann das natürlich auch als Blumen fürs Fensterbrett nehmen, wenn man da hier so drei Blümchen reinsetzt. Natürlich mit Übertopf, ne. Es ist halt Wolle. Und das gibt sicher auch ein sehr schönes Bild auf der Fensterbank, ja. Okay, ihr Lieben. Dann, wie gesagt, ich habe 7 Runden gehäkelt, dann am Schluss auch eine Kettmasche machen, den Faden rausziehen und vernähen. Und dann habt ihr es auch schon geschafft. Alles klar. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt wirklich Freude daran gehabt, das Eckige oder auch das Runde zu häkeln. Und bedanke mich fürs Schauen. Wünsche euch eine ganz schöne Zeit. Besucht mich auf Facebook, auf Instagram, wo ihr möchtet. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Bleibt gesund und bis bald. Dann macht's gut. Tschüss.